Ich muss noch umschalten. Oh, das will wieder einmal nicht das nicht erkennen. Ich liebe es. Oder doch? Aber jetzt. Braucht nur ein bisschen. Ich sehe schon. Hallo, willkommen zurück zu Pokémon Alpha Saphir Randomizer Nuzlocke Challenge. Langer Titel. Ach. Hi. Ich kenne Häfen auf der ganzen weiten Welt, aber Graphitport City hat den schönsten von allen. Hat er das? So. Gymnast Esteban. Hallo Esteban. Ich weiß nicht, welche Generation. Aber ich weiß, dass das keine gute Idee ist, mit dir zu kämpfen. Oh, ich weiß nicht, ob Zeitgefühl ein besseres Gefühl wäre. Na komm. Hast du hier am Schrott auch noch ein Encounter? Ah ja, ich weiß. Alles gut. Wow. Ah, vierte Generation, alles klar. Komm, Dönerwelle. Das macht absolut keinen Schaden. Das macht absolut auch keinen Schaden. Ah, stimmt, das war ja. Ich hab nichts gesagt. Aber Donnerwelle zu haben, ist halt eben echt gut, um weitere Pokémon zu fangen. Gleich kein Trinken mehr. Aua. Yay. Apfel, okay, alles klar. Dazu. Dann. Super. Nee. Ich bin. Oh, danke. Oh, ich bin der Beste. Oh, danke schön. Erstmal was zu trinken machen. Ist fast dort, wo ich gerade ins Rang. Alles klar. Heißt, du bist in Graphitport City? Warte, aber spielst du nebenbei mit? Oh, alles klar. Apfel. Ich spiele nicht während des... Ist mir aber auch schon anders vorgekommen dazu, dass du schon während meines Streams gespielt hast. Aber wir sind Graphitport, alles klar. Apfel ist... Ach, was? Warum ist... Warum hat Apfel geklungen? Oh Gott. Und es nicht werden, alles klar. Oh mal... Hälfte von dem Klumpen hier. Und was hast du gelesen? So.
Ah, und über was? So, dann ist es fertig. Dann wollen wir mal unseren Encounter holen. Obwohl, will ich nicht. Erstmal will ich kämpfen, dann holen wir unseren Encounter. Bzw. nachdem wir unsere Pokémon Guide haben. Jo, Trainer, bist du in Eile? Musst wieder fort? Erfrisch dich doch. An Papas Ort. Da drin sind auf jeden Fall Kämpfe, das weiß ich. Eine Rospelbeere. Ja, dann rospel dich mal schön. Kämpfen? Gegen mich? Ja, wenn du nicht willst, müssen wir nicht. Gymnast Kate? Was bist du? Level 12. Ein Psycho-Pokémon? Warte, das ist ein Feuer-Pokémon? Oh. Es ist schneller als ich, alles klar. Komm, wir versuchen es trotzdem nochmal. Hätte sein können, dass es vielleicht brennt. Für Psycho mysteriöse Generation 5. Oh, alles klar. Los, Flamly, du bist das wahre Feuer-Pokémon. Hat auch eine. Okay. Sehr schön. Ja, komm schon, deine Lebensstelle. Foli. Ist das ein Pflanzen-Pokémon? Hört sich so an. Das Evolution. Ah, okay. Aua. Ja, sehr schön. Generation 4, alles klar. Wirkbäh. Hey, du musst dich nicht deine Innereien hier nicht auskotzen. Ich geh erstmal aufheilen. Ups. Wo war. War jetzt hier hoch und dann irgendwo auf der linken Seite, ne? Der eine Superball. Und eine, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ganz, ganz spezielle rote Ball da. Jubelball, dankeschön. Hallo. Ich zeig dir jetzt mal, wie toll mein Pokémon ist, aber nicht, dass du mir dann gleich losholst.
Du holst hier gleich los. Lady Dudley. Okay. Generation 3 Pflanzenstarter. Weiterentwicklung, zweite Stufe. Immer meckern diese Leute, immer meckern. Hab mir aber auch schon gedacht, dass es vielleicht zu viel ist. Muss ich die wieder hin und her schieben, wenn falls irgendein Pokémon ausgewechselt wird oder sich entwickelt etc. Klar. Warte, ich habe ich zwei? Nee, habe ich drei oder vier Pokémon, die sich entwickeln können? Ich weiß gar nicht, ob Igelava die höchste Entwicklungsstufe ist. Hier, okay, dann ist es die zweite, ne? Jetzt hab ich nicht gelesen, was er gesagt hat. Tut mir leid. Wenn du es auf einen heißen Kampf hast, bist du bei mir genau richtig. Gymnast Stacy. Okay. Hallo Stacy. Oh, noch ein Pflanzer. Also ich habe vier Pokémon, die drei Entwicklungsstufen haben. Das ist cool. Junglut. Ja, es ist zweite Entwicklungsstufe von... Ja, wie gesagt, dritte Generation. Kein Problem. Kenn ich. Erste, zweite, vierte, fünfte und sechste Generation kenne ich nicht. Nicht so gut zumindest. Ach stimmt, Klick... Hey. Wer hat fünf Stufen? Also wer hat noch... Wer hat fünf Stufen? Wieso will ich fünf Stufen sagen? Das ist auf jeden Fall ein heißer Kampf. Dass ich den verloren habe, kann ich gut verkraften. Jan Mega ist dreistufig. Bis auf... Echt, Mammutl ist dreistufig? Ach, schon Keifel und Quiekel. Oh. Stimmt, ja, Gott, hab ich komplett vergessen. Langweilige Kämpfe sind reine Zeitverschwendung. Es sind die Leidenschaft der feurigen Kämpfe, die Trainer und Pokémon weiterbringen. Oh, okay. Say, okay. Robin. Du hast keine gute Wahl. Klick, ja, klick, klick, klack und klick, klicke die Klack. Sind wir hier bei Super Paper Mario bei dem, mit dem? Meine Frage, das Wickel, also ne, was er dem pro Runde ist. Ist das ein fester Schaden oder geht das von der Verteidigung her? Also wenn ich Silberblick einsetze, ist das dann stärker. Oh Gott. Ist das dann besser? Also es geht nicht um den ersten Angriff, sondern um den Folgeangriff, ne? Das pro Runde dann. Ne, wird nicht stärker. Aber trotzdem, was das für ein Wert ist, wäre trotzdem nett zu wissen. Ein Achtel der maximalen KP. Also nach...
Theoretisch 8 Runden hätte man das Pokémon besiegt. Okay. Da war Feuer drin. Ja, also Feurige war mit dabei. Nicht Igela. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich bin der Besitzer des Schreinhauses. Du kannst Mr. Meer zu mir sagen. Ich liebe nichts mehr, als heißen Pokémon-Kämpfen zuzusehen. Zeig mir, wer heiß dein Herz lodert. Wenn du alle Trainer besiegen kannst, werde ich dich belohnen. Achso, stimmt, da fehlt noch einer. Du da oben? Hey, du da. Was schaust du mich so komisch an? Willst du mir doch nicht einfach mein Eis klauen? Nein? Okay, Christina? Sieht irgendwie niedlich aus. Na, vierte oder fünfte Generation. Oder vielleicht sogar sechste Generation. Welcher Starter wird es sein? Okay. Ja, das ist Feuer, so habe ich mir schon gedacht. Kein Starter. Oh. Hat irgendwie so Starter aussehen. Irbis. Oh, ich weiß nicht, was du bist. Sieht aus wie Geist. Pflanzegeist. Oh. Hallo. Okay, ich bin. Frage. Kann man damit theoretisch eine 3-Kombinationstypus werden? Oder wird. Oh mein Gott, okay. Das könnte auf der einen Seite gut sein, auf der anderen Seite aber auch schlecht sein. Ich frage mich, wann Pokémon es einführen wird, dass es Pokémon geben wird, die sogar 3 Typen haben. Aber die halt eben ultra selten sind. Wie bist du denn drauf? Tut mir leid, Plusle-Fan. Ja, da ist noch jemand. Ich warte hier schon auf ewig auf mein Essen. Das verhagelt mir meine Laune, aber richtig. Designer Christ. Schon wieder eine Christine. Also wenn das kein Eis-Pokémon ist, dann fresse ich einen Besen. War Feuer effektiv gegen Eis? Oder war Eis effektiv gegen Feuer? Ah. Sehr schön. Au. Das Ziel nimmt zusätzlichen Typ Geist an. Sollte das angegriffene Pokémon zuvor 2 Typen besessen haben, besitzt es vorübergehend 3 Typen. Besitzt das Pokémon wegen der Attacke beides Fluch bereits 3 Typen, wird der Typ Pflanze durch Geist ersetzt. Alles klar. Das ist schon was. Willst du was essen jetzt? Okay, dann hol's dir. Beides Fluch macht extra Pflanzentyp. Aber dagegen, was ist Pflanze alles? Warte, stell mir gerade so vor, wenn Sumpex theoretisch noch Gesteinstypus hätte, ne? Pflanze wäre 8-fach effektiv. Gott. Yeah. Ey. Das waren wirklich brandheiße Pokémon-Kämpfe. Ich bin mehr als zufrieden. Als Dankeschön möchte ich dir ein Geschenk machen. Hier hast du 6 Flaschen Sprudel. Oh, Dankeschön. Sprudelt, richtig.
Aber es gibt anscheinend nur Pflanze oder Geist als dritten Typus, den man haben kann. Oder gibt es noch was, was das erhöht? Deine Kinder sind flink und immer auf Achse. Man darf sie keine Sekunde aus den Augen lassen. Das strengt an. Aber deine Kinder sind in Ordnung? Aber meine Kinder sind bei mir mit Pokémon. Da sind sie gut aufgehoben. Obwohl... Ja. Hab ich einen Durst. Ich hätte Lust auf einen Sprudel im Strandhaus. Ja, und warum sprichst du mich dann an und willst kämpfen? Lady Tristian? Für Wasser gibt es, glaube ich, auch eine Attacke. Bin mir aber nicht sicher. Ah. Ja, ich glaube, das ist eher irrelevant im Endeffekt jetzt für uns. Zugabe! Hier, bitteschön, kriegst du Zugabe. Ja. Flammenrad. Beutage der Ziel eventuell physisch. Und noch besser als Silberblick. Aber ich habe keine Gegner, ob die keine Ahnung, ob die Gegner mal eine gute physische oder eine spezielle Verteidigung haben. Ich gehe einfach wild drauf los. Das ist für dich. Pudersand. Oh, danke. Wir nehmen allen Sand vom Strand und bauen damit eine ganz große Burg. Dann sind wir Königin und König. Lass unser Diener sein. Okay. Eine tolle Sandburg zu bauen, dauert ganz schön lange. Ja, ihr müsstet mal anfangen dafür. Sandschirme sehen aus wie riesige Blumen. Findest du nicht auch? Seltsame Blumen, aber Lady Antoinette. Kann mir vorstellen, dass das ein Elektro-Pokémon ist. Ja. Ich habe ein gutes Pokémon dagegen. Los, Flamly. Ja, komm, greif doch an. Greif an mit Elektro. Viel Spaß. Gibt eine Schelle oben drauf. Hab dich gewarnt. Alles klar, ja, danke, bitte, Drachenwut. Eine feste 40er Attacke? Nehme ich. Das Wasser, diesen Breiten, ist sauber. Aber manchmal sammle ich zusammen mit meinem Zickzack den Müll am Ufer auf. Verschmutztes Wasser wird zu Regen und gelangt in die Flüsse, aus denen wir Trinkwasser gewinnen. Verschmutzen wir das Meer, bekommen wir den Schmutz also wieder zurück. So ganz stimmt das aber nicht. Ey. Das Licht dieses Leuchtturms sieht man selbst aus 10 Kilometern Entfernung. Ich frage mich, ob es nicht die Pokémon im Meer verwirrt. Das Meer ist wirklich überwältigend. Ob es wohl durch die vergossenen Tränen der Pokémon entstanden ist?
Das ist so eine seltsame... Ach ja, der Markt, wo ich... Hier war ich sehr, sehr oft in meiner damaligen Saphir-Version. Ach, Geheimpower. Eines unserer Mitglieder wird sie dir schenken, sobald es irgendwo beginnt ist. Ja, okay. Und dann verkauft er Sachen dafür. Hallöchen, man kann so weit... Herz... Okay. Darf das kaufen. Fuepassbeere. Seltsamer Name. Na du, dein Igelava? Muss dich noch mehr anstrengen. Dann gebe ich dem Pokémon noch ein schönes Geschenk. Los, Flammy. Zeig mal, wie... Ja, der eine Morabe? Muss ich... Ah, immer noch, okay. Ich bin der Statuswerte-Guru. Meine Baren kurbeln das Wachstum deiner Pokémon an. Ja, hier gibt's... Nee. Immer wenn ich hierher komme, vergesse ich mich und kaufe viel zu viel ein. Ja. Erstmal wohl riechen Rauch. Oh, das ist der Rauch. Oh. Wenn man Geld farmen will, ist Glücksrauch wahrscheinlich ganz gut. TM-Stand. Was hast du denn so Feines? Angriff und Genauigkeit wird erhöht. Donnerwelt. Haben wir schon. Käfertrutz. Leistet wieder schon, greift an. Das nehmen wir mit. Für Jan Mega. Der Anwender vertraut dem Ziel ein Geheimnis an. Dadurch stört er dessen Konzentration und senkt dessen Spezialangriff. Donnerwelle nehmen wir auch noch mit. Falls mal was passiert. Yeah, die erste Käferattacke. Von Sonnenlicht. Weg mit Tackle. Wieso sollte überhaupt irgendein Blitz lernen wollen? Hier kann man während des Einkaufs die salzige Meeresbrise genießen. Ha, ist Graphitport City nicht ein toller Ort? In Höhe ist man zu Recht stolz auf die Fülle von natürlichen Schätzen, die ein Massenmeer bietet. Besonders das Seegras hier dagegen sieht so unglaublich frisch aus. Ja, fast schon lebendig aus. Man könnte meinen, dass es sich gleich aufrichtet und angreift. Die Höhenranger, Kämpfer für das friedliche Miteinander und Helden der Höhenregion. Eine dieser Actionfiguren zu sehr irre Höhenranger stellt den prahlerischen, ermutigen Wurzelheim Crimson dar. Das Preisschild der Figur ist vergilbt und unlesbar. Wie viel sie wohl kostet? Wenn man es nicht lesen kann, ist es wahrscheinlich kostenlos. Pokémon Fanclub für alle Pokéfans der Welt. Ich bin ein Pokéfan. Ist der Namenbewerter? Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Damit bin ich natürlich die wichtigste Person hier. Keiner kann mir im Umgang mit Pokémon das Wasser reichen. Keiner. Und in dem Wettbewerb bin natürlich ich der Sieger. Aber wenn ich immer zu gewinne, spielt das leider den Spaß der anderen. Deshalb gebe ich mich nur damit zufrieden, den Pokémon anderer Leute zu beurteilen. Es ist toll zu sehen, wie andere ihre Pokémon trainieren. Das zufriedene Gesicht eines Pokémon, wenn es gut behandelt wird. Die fürsorgliche und liebevolle Art eines Trainers. Weil ihr Herz geht über vor Freude. Wenn ich daran denke. Oh je, entschuldige, ich schwatze hier die ganze Zeit vor mich hin. Bitte erlaube mir einen Blick auf dein Pokémon zu werfen. Wie geht es mit dem Training voran? Aha, hihi, uhu, uhu. Das ist weder gut noch schlecht. Ich trenne mich beim Training dieser Pokémon mehr an. Schließlich sein Trainer. Ich schlage vor, du gibst ihm einen Pokeriegel. Nee, gibt keine Pokeriegel. Ist ausverkauft. Was meinst du? Mögen es alle Pokémon, wenn man Items auf sie anwendet? Mein Pokémon hat sich zumindest sehr gefreut, als ich ihm Protein gegeben habe.
Kennst du das Pokémon Koifaf? Es ist in Höhenregionen und selten anzutreffen. Nein, kenne ich nicht. Aber falls du eins haben solltest, kann ich es für dich frisieren. Ärmerstein kostet 500. Nein? Wenn dir der Sinn nach einem neuen Schnitt steht, dann weißt du ja, wo du mich findest. Oh, du bist sehr eng mit deinem Moor, aber... Was heißt also Flamdi? Ich habe eine Idee. Ich mache nämlich gerade eine Umfrage zum Thema Pokémon fürs Fernsehen. Würdest du mir eine Frage beantworten? Generation 6 Normal-Pokémon. Eher wahrscheinlich das Äquivalent wie Evoli... Ich habe die anderen vergessen. Nur immer diese... Was man da hinten gerade aussieht. Ne? Das dritte Bild von links. Oder das gleich das rechte Bild. Ist ein Hund, ja, aber halt eben trotzdem diese Art von, ne? Diese Maskottchen halt eben. Ich beantworte deine Frage. Okay, großartig. Okay, ich beginne gleich. Aber bitte fass dich bei deiner Antwort kurz, ja? Wie hast du dich gefühlt, als du Moorbe zum ersten Mal gesehen hast? Würdest du deine Gefühle zu dem Zeitpunkt beschreiben? Perfekt. Aha, verstehe. Oh, ja, vielen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Deine Antwort war sehr aufschlussreich. Vielleicht bist du ja bald im Videonavi zu sehen. Also, nicht verpassen. Einschalten, ja? Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Wenn ein Pokémon ständig im Kampf besiegt wird, wird es schnell entmutigt und fängt an, seinen Trainer zu misstrauen. Mit anderen Worten, es wird weniger zutraulich. Ja gut, dass uns das noch nie passiert ist. Zutraulich Pokémon sehe ich immer gerne. Pokémon haben ein Gespür für die Gefühle ihrer Trainer. Wenn du Pokémon Liebe und Achtung entgegenbringst, erwidern sie deine Gefühle. Zeig mir doch bitte ein Pokémon, das zutraulich geworden ist. Dein Pokémon betet dich geradezu an. Für einen so liebevollen Trainer hat der Fanclub ein Geschenk. Eine Sanftglocke. Pokémon haben ein Gespür für die Gefühle ihrer Trainer. Wenn du Pokémon Liebe und Achtung entgegenbringst, erwidern sie deine Gefühle. Alles klar. Und was macht die Sanftglocke? Ein Item, das ein Pokémon zum Tragen geben wird. Es besänftigt und fördert Sympathie. Irgendwie ja ein bisschen schwachsinnig, dass man das kriegt, wenn man das Pokémon einen anbietet, ne? Genau, andersherum wäre es, würde ich es eher verstehen, aber so... Naja, was soll's. Ich habe einen Tipp für dich. Es ist echt wichtig, viele verschiedene Arten von Pokémon zu trainieren. Ein einzelnes starkes Pokémon reicht nicht. Du brauchst eine gute Mischung. Selbst das stärkste Pokémon kann durch einen Typnachteil sofort zum Fall gebracht werden. Ja, Flamdi und Pflanze. Oder alles, was unter 40 KP hat, gegen Drachenwut. Du tauschst doch bestimmt auch manchmal Pokémon. Wenn ich per Tausch ein Pokémon bekomme, das ein Item trägt, bin ich am Ende immer doppelt so glücklich. Und der andere so, nein, mein Item, gib's mir zurück, ich hab's vergessen. Puh, ich bin fix und fertig. Ich bin zu Fuß aus Malmfro City hergekommen. Diese Stadt hier ist vielleicht groß, riesengroß. Hätte ich das gewusst, wäre ich mit dem Rad gekommen. Lass deine Fantasien zu Hause. Auf dem Markt werden verschiedene interessante Waren angeboten. Aber manche Items wirst du nur in einem Pokémon-Supermarkt finden. Okay, dazu? War das Bild weg oder was war los? Ein Superball eignet sich besser zum Fangen von Pokémon als ein Pokéball. Damit kriege ich dieses hartnäckige Pokémon. Achso, damit kriege ich... Alles klar. Alles klar dazu. Mir ist es schon mal passiert. Ich habe mal... keine Ahnung. Es war auf jeden Fall... Ist Jahre her... Ich war auf einer der Anfangsrouten. Level 5 Pokémon. Ich habe einen Hyperball nach einem Hyperball geschmissen, weil ich dieses Pokémon fangen wollte. Ich habe es nicht gefangen. Ich habe einen normalen Pokéball gefangen und ich habe sofort gefangen. Entweder war das reiner Zufall oder ein Pokéball hat sich in diesem Fall besser geeignet, um ein niedriges Level Pokémon zu fangen als ein Hyperball.
Superball, Supertrank, Übertrank. So ging es ja einmal bei Giratina, einmal Platin. Es ist manchmal sehr seltsam, ne? Ich habe noch genug von allem, aber Dankeschön. Ach ja, das Museum. Was ist da drüben? Was ist das dort drüben? Diese lange Schlange. Ich ziehe die Hose schon wieder an, ist okay. Der Typ, der das Museum gebaut hat, ist gleichzeitig Leiter einer Tiefseeforschungsteams. Deshalb wird er von allen Captain Brick genannt. Okay. Hey, du da. Hör auf zu drängen, stell dich gefälligst hin an. Okay, ich hau ja schon ab. Wir müssen eh erst hier rein. Oh, das Wasser sauber ist, geben die Früchte eine reiche Ernte. Und wo es eine reiche Ernte gibt, gibt es auch einen weiteren Markt. So entsteht und wächst eine Stadt. Oh. Rassig Schieberbälle, nix, aus Versehen ein Pokéball, Instant. Ja, dazu genauso ungefähr. Mein Pokémon hat ein hastiges Wesen. Seine Initiative ist im Vergleich zu anderen Pokémon höher. Ich frage mich, ob je nach Wesen eines Pokémon unterschiedliche Statuswerte schneller steigen. Ja, das machen sie. Um an einem Wettbewerb teilzunehmen, braucht man eine Wettbewerbskarte. Ich habe meine von Xenia höchstpersönlich bekommen. Dem berühmten Wettbewerbsstar. Schön für dich. Ich hoffe, du bist jetzt stolz auf dich. Wird ein Mensch erbautes Gebilde im Meer versenkt, um dort als Lebensraum für Pokémon zu dienen, wird es als künstliches Riff bezeichnet. Ein berühmtes Beispiel dafür ist die Seewoge Malvenfroh hier in Höhen. Was auch immer? Wenn das hier hingehört und das dahin, wo geht denn das hier dann hin? Das kenne ich, wenn man den PC auseinanderbaut, dann wieder zusammenbaut und dann eine Schraube übrig bleibt. sag mir jetzt gerade nichts dazu, sagen wir es mal so. Was ist mit diesen Dingsbums? Aha, das soll man doch nicht verrückt werden. Hä? Wer ist da? Hallo, ich bin Botmar. Captain Brick oder Kapitän Brick hat mich damit beauftragt, eine Fähre zu konstruieren. Oh, sind das da? Sind das etwa die Devon-Waren? Aber das ist ein ungünstiger Zeitpunkt. Kapitän Brick ist gerade nicht hier. Ich glaube, er ist zum Ozeanmuseum gegangen. Dürfte ich dich bitten, Kapitän Brick zu suchen und ihm die Koffer mit den Devon-Waren zu bringen? Natürlich. Das Schiff auf der Route zwischen Faustau Hafen und Graphitport. Ah, das ist der Ort. Alpha Saphir wurde der durch die Delta-Story komplett umgebaut, ne? Wenn man mal auf den, ne, der Ort hier. Ja. Also in Saphir und Rubin kann ich mich an den Ort zumindest nicht erinnern, dass er so war. Also, ne, durch die Delta-Story ist er definitiv sehr, sehr anders. Die Jahreszeit, das Wetter, der Stand des Mondes, das sind die Faktoren, die die weite See so unberechenbar machen. Ja, man könnte fast sagen, die See ist wie ein lebendiges Wesen. Tut mir leid, ich bin gerade am Arbeiten. Ich bin jetzt auch am Arbeiten. Okay. Ich werde sehr schnell seekrank, deshalb helfe ich lieber hier an Land aus. Oh ja, ich werde auch seekrank. Ich war einmal auf dem Schiff, das sogar nicht mal gefahren ist und mir ging es echt nicht gut. Die Konstruktion eines großen Schiffs ist eher vergleichbar mit der eines Gebäudes, als mit der eines Transportmittels. Hat jetzt ein Letchi aus Generation 2 und mysteriös... Alles klar dazu. Du bist auf Abenteuerreise, oder? Warst du schon mal bei der Seewoge Malvenfroh? Das liegt in der Nähe von Route 108. Nein, war ich noch nicht. Verstehe. Seewoge Malvenfroh ist ein von Menschenhand erschaffener Ort, geht aber gleichzeitig auch als Naturerbe. Eine seltene Kombination, was? Du sollst unbedingt einen Zwischenstopp dort einplanen. Ich hab nicht mal Surfer, Junge.
Bin es nicht auch seltsam, dass ein Schiff aus schwerem Eisen auf dem Meer schwimmt? Nö. Es schwimmt aufgrund des sogenannten Auftriebs. Ja. Wäre das aus Massivstahl, dann würde es untergehen. Aber dadurch, dass es halt eben sehr viel Luft ist, also mehr... Es verdrängt weniger Wasser, als es wiegt. Ne? Ungefähr so. Also, ne, im Gesamten, vom Volumen her, ist es leichter als Wasser. So, und jetzt dadurch, dass man mit ihm geredet hat, ist auf einmal die Schlange weg. Oh. Als Kind habe ich viel Zeit im Museum verbracht. Ich habe mir beim Betrachten der Ausstellungsstücke immer Gedanken zu den Geheimnissen gemacht, die die See umgeben. Unser Team ist... Okay. Huch. Zeitgefühl kommt nur nochmal nach vorne, allein weil du paar Level hinterher bist. Wann entwickelt sich Zeitgefühl zu Zeitgefühl Stufe 3? Komm mit Mozi ins Museum. Der Eintritt kostet 50 Poké-Dollar. Hast du Interesse? Viel Vergnügen. Danke. Ich hatte keine 50 Poké-Dollar dabei. Deshalb hat es ewig gedauert, am Anfang vorbeizukommen. Ach, oh Gott, das kann das... Puh. Grundlagen der Meereskunde Teil 1. Warum ist das Wasser im Meer blau? Licht setzt sich aus vielen Farben zusammen. Doch wenn das Licht durch Wasser scheint, gehen dabei einige Farben verloren. Der blaue Anteil des Lichts bleibt dabei erhalten. Deshalb erscheint das Wasser also blau. Uns wurde befohlen, uns Stranded Thief zu versammeln. Am besten gestern schon. Jetzt sind wir alle hier und der Boss lässt uns mal wieder auf sich warten. Aber wehe, wenn wir mal nicht spurten. Oh, das ist auch damals genau in der Schule. Ne? Kommst du zu spät, ist es ein Weltuntergang. Kommt der Lehrer zu spät? Kein Problem. Grundlagen der Meereskunde Teil 2. Warum ist das Meer salzig? Meerwasser enthält gelöste Salzionen in Form von Natrium und Chlorid. Diese Ionen wurden durch den Regen aus Gesteinsschichten herausgespürt. Die Konzentration des aufgelösten Salzes macht das Meer salzig. Was ist größer, das Meer oder das Land? Es kommt darauf an, wie man es betrachtet. Ist es die gesamte Landmasse, ne, die nicht nur über Wasser ist, dann ist es definitiv Land. Aber wenn man nur bedenkt, was halt eben sichtbar ist, also ne, das sichtbare Land, ist Wasser definitiv, also Meer größer. Ne, was seitdem bedeckt, ja. Unser Planet ist zu 70% von Wasser bedeckt. Landmassen machen die restlichen 30% aus. Das Meer ist also mehr als doppelt so groß wie das Land. Wie gesagt, kommt auf den Betrachtungswinkel an. Wir von Team Aqua legen uns für jedes Pokémon da draußen mächtig ins Zeug. Okay. Was? Okay. Eine seltsame Vorrichtung rotiert hinter einer Glaswand. Vielleicht handelt es sich dabei um ein Tiefmessengerät? Keine Ahnung. Dies ist eine Probe vom Meeresboden. Über viele Jahre hinweg haben sich die sterblichen Überreste verschiedener Lebewesen am Grund des Meeres als Sedimente abgelagert. Auf diese Weise verliehen sie dem Boden seine jetzige Form. Analysen dieser Proben erlauben uns tiefe Einblicke ins längst vergangenes Leben. Was ich hier lerne, kann ich bei der Umsetzung meiner Krummdinge ganz gut gebrauchen. Dies ist eine Probe vom Sand der Küste. Geröll aus den Bergen, das seinen Weg in die Flüsse gefunden hat, wird durch das Wasser mehrmals gespalten und glatt geschliffen. Zum Schluss bleiben nur noch kleine Körnchen übrig, die den Sand an der Küste bilden. Ja, Sand ist ganz, 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 ganz feine Steine. Wenn ich mir das ganze Zeug hier unter den Nagel reiße, bin ich denn reich genug, um in die Frührente zu gehen? Ein roter Ball hüpft in dem Glasgefäß auf und ab. Dies ist ein Experiment, das eine künstliche Kaskade mit Hilfe des Ballauftriebs erzeugt. Eine blaue Flüssigkeit bewegt sich spiralförmig im Glasgefäß. Dies ist ein Experiment, das mit Hilfe von Wind einen künstlichen Whirlpool erzeugt. Hätte unser Kollege die Aktion im Metaross City nicht vermasselt, hätten wir uns das hier sparen können. Nee, tut mir nicht leid. Du schon wieder? Was hast du hier verloren? Was? Wer ich bin?
Ich bin das Mitglied von Team Aqua, das du zweimal in Grund und Brunnen gestampft hast. Hier, das ist für dich. Vergeben und vergessen. Okay. Oh, danke. Ach, so ein Mist. Eigentlich wollte ich mit dieser TM irgendwas aus dem Museum hier mitgehen lassen. Ah, sozusagen als Ausgleich dafür, dass ich meine letzte Mission in den Sand gesetzt habe. Aber daraus wird jetzt wohl nichts. Das wirst du mir irgendwann büßen. Gut, dass ich mit einem geredet habe. Dies ist ein von Furchen durchzogenes Fossil. Als Erdreich des Meeresboden wurde durch die Gezeiten abgetragen. Die Bewegung des Wassers zeichnet Rillen und Wellen in den Meeresboden. Wenn der Meeresboden versteinert, wird ein Bodenrelief sichtbar. So, die TM. Unlicht. Der Anwender greift an und steht dem Ziel gleichzeitig ein Item, sofern er selbst gerade kein Item trägt. Dann machen wir ruckzuck weg. Warte mal, Jan. Jan Mega. Unser lieber Sonnenlicht. Wie warst du normal? Ja, deine Spezialangriffe sind sehr, sehr, sehr viel höher. Rot war besser, ne? Blau war weniger und rot war höher. Okay, rotes Plus, alles klar. Ja, das ist doch super dann, ne? Käfertrutz ist. Ja, okay, das ist super. Ja, Raub ist dann nicht so stark. Die beiden. Aber falls wir den Pokémon haben, was gegen Unlicht mal. Da kann ich mal die Seite von Natsu nutzen. Und ich ist effektiv gegen Psycho. Geist. Psycho und Geist. Alles klar. Also wenn wir theoretisch ein Pokémon haben, was Psycho und Geist ist, kriegt das sogar vierfach Schaden von Unlicht. Warte mal, was? Geist ist gegen sich selber effektiv? Das ist ja wie Drache, ne? Ah, krass. Warte, ich... Angriff. Ah, okay. Alles klar. Was ist denn bitte Stellar? Wahrscheinlich unwichtig für mich, ne? Generation. Okay, Generation. Alles klar. Ein Gummiball dehnt sich aus und zieht sich zusammen. Im Meer sorgt das Gewicht des Wassers für ständigen Druck. Im seichten Wasser ist der Druck nicht sehr hoch. Im extrem tiefen Wasser kann der Druck dagegen 10.000 von Tonnen betragen. Ich glaube, der Druck. Also, ne, wir sind hier auf normal Null ist ein Bar. Ich glaube, alle 10. Ist das alle 10 Meter oder alle 100 Meter, dass sich der Bar um 1 erhöht? Ich glaube, das war alle 100 Meter. Ich bin mir gerade alle 10 Meter. Ja. Modell der Höhenregion. Dies ist ein Diorama der Höhenregion. Liegt Furzelheim. Weiß, man sieht meine Maus nicht, aber das ist. Ich könnte drauf zeigen sonst.
Wasserprobe aus Kanto. Obwohl das Wasser eine große, geschlossene Wasseransammlung ist, unterscheidet sich die Qualität des Wassers offenbar von Region zu Region. Ja, das ist definitiv. Wasserprobe aus Johto. Offenbar ist der Salzgehalt in jeder Region anders. Aus Sinnoh. Das Schmelzwasser aus der Region, aus dem Norden der Region enthält allerlei nährstoffreiche Medaillen. Mineralien. Wasserprobe aus Einal. Den Wert, der den Kalzium- und den Magnesiumgehalt des Wassers ausdrückt, nennt man auch Wasserhärte. Aus Kalos. Regenfälle mit einer Wasserhärte von mehr als 300 sind charakteristisch für die Kalos-Region. Das ist Kanto. Das ist die erste Generation. Johto ist zweiter. Sinnoh ist vierter. Einal ist fünfte und das ist sechste Generation, ne? Durch Salak kann man den Pokémon im Kampf einen Monotyp geben. Alles klar. Versteht auch von ihr kein Wort. Aber danke fürs Erklären. Dies ist ein Schaubild zum Thema Meeresströmung. An der Oberfläche sind die Strömungen abhängig von Einfluss des Windes. In der Nähe des Meeresbodens sind die Strömungen abhängig von Faktoren wie Temperatur und Salzgehalt. Zeft ein Film. Ein Mann mit einer seltsamen Frisur, der aussieht wie ein Wissenschaftler, arbeitet an einem Experiment mit irgendeiner Maschine. Und genau aus genau diesem Grund schlussfolgerig ist Menschen, wenn sie die... Moment. Und aus genau diesem Grund schlussfolgerig, dass Menschen, wenn sie in die Tiefen des Meeres hinabtauchen, von einem Pfeifton im Ohr geplagt werden. Okay. Warble kann dadurch zum Beispiel nur den Wassertyp bekommen. Ah, man nimmt sich dadurch praktisch die, wenn man zwei Typen hat, also den zweiten Typ weg. Ah. Dann hat es also nur eine Zweifachschwäche gegen Pflanze. Statt die Vierfachschwäche. Ah. MS Anne. Ein Modell eines Luxusliners, der den ganzen Globus umschifft. MS Einal Royal. Ein Modell eines Luxusliners, der gerade in der Einal-Region gebaut wird. In wie vielen Jahren der Bau abgeschlossen sein wird, ist nicht mehr zu entziffern. Tauchboot. Ein Modell eines kompakten, unbemannten U-Boots zur Erforschung des Meeresbodens. Tiefseeforschungsboot 0. Ein Modell des Hochleistungs-U-Bootes zur Erforschung des Meeresbodens. Eine Weiterentwicklung dieses Prototyps, das Tiefseeforschungsboot Typ 1, Boot 1, ist derzeit in Betrieb. Ich glaube, das Typ 0, das war in Saphir, ne? Also im Original. Hallo. Kann ich dir helfen? Suchst du nach Brick? Tja, dann musst du nicht weiter suchen. Das bin ich. Ah, das müssen die Bauteile sein, die ich bei Mr. Trum von der Devon Corporation bestellt habe. Großartig, vielen Dank. Jetzt kann unser Experiment endlich losgehen. Lass die Bauteile rüberwachsen, aber Dalli. Was? Wer seid ihr? Wir sind Team Aqua und unser Boss ist scharf auf diese Bauteile. Es labert uns kein Kotelett ans Ohr und lasst sie endlich rüberwachsen. Bugcatcher Joe. Okay, hallo Joe. Ein Kliebunkel. War Kliebunkel nur Gift oder war das Giftkampf? Gut, dass ich nicht ausgewechselt habe. Kampfgift, alles klar. Hatte auch durch Vorbestand von Kapu? Ach, kann man sehen, Pupu. Den Pikachu mit Flugstellat. Okay. Ich meine, es gibt ja den Pikachu mit den Luftballons, ne? Ah, fertig gemacht von einem Pokémon. Kind. Ja, aber auch von Pokémon, das stimmt schon. Was für eine Pleite. Das schmeckt dem Boss bestimmt nicht. Ha! Was kannst du eigentlich, du Waschlappen? Da muss ich eben ran. In der Stärkerangliste von dem Aqua stehe ich auf Platz 27. Und es gibt einen Surfer-Pikachu.
Und ich glaube, es gibt noch sehr, sehr viele andere Arten von Pikachus. Hallo, Tangela. Ach, nö. Oh, danke. Die Fähigkeit von... Das Gefühl hat geholfen. Stell dir einfach einen Pikachu vor, der Luft... der Kristallluftballons auf dem Kopf hat. Ich versuch's. Aber danke für diese Information, das ist... Es ist seltsam. Aber man muss sagen, die denken sich immer was Neues aus, ne? Was ist denn hier los? Das ist Terra-Kristallation. Oh mein Gott, ja, okay, danke. Alles klar, danke dazu, jetzt weiß ich Bescheid. Was? Ich stehe auf Platz 27 in der stärkeren Liste von Team Aqua und trotzdem ziehe ich die kürzeren? Und jetzt? Wenn wir ohne die Bauteile abhauen, können wir uns auch was gefasst machen. Ich glaube es einfach nicht, dass uns irgendein hergelaufener Rotzlöffel die Suppe versalzt. Ich salze die Suppe. Suppe, die Salz? Ich mag sein Team. Oh Mann. Ich hatte mich schon gewundert, warum ihr Chaoten so lange braucht, um einen mickrigen Koffer zu klauen. Und jetzt muss ich sehen, dass ihr euch von einem solchen Bike vorführen lässt. Ha! Wenn du Rotzlöffel wirkst, du ziemlich gewieft, Kleiner. Bist du doch nicht bloß ein stinknormaler, möchtegern Trainer. Ich heiße Adrian. Ich bin der Anführer von einem Haufen Blindgänger, wie den da. Zusammen sind wir Team Aqua. Schon gewusst? Pokémon, Menschen und alle anderen Lebewesen haben ihren Ursprung im Meer. Ist hoffentlich klar, was das heißt, oder? Bingo. Das heißt, dass kein anderer Ort auf diesem Planeten für Lebewesen so wichtig ist wie das Meer. Aber wie behandeln wir Menschen die Meere? Wir ruinieren sie, indem wir unseren Müll hineinkippen. Wenn wir fleißig unser Ego streicheln, geht der wichtigste Teil des Ökosystems langsam vor die Hunde. Hätten wir Menschen als Einzige unter den Folgen zu leiden, wäre das wohl die gerechte Strafe. Aber denkt auch nur einer von uns an die Pokémon. Viele von ihnen verlieren wegen uns ihren Lebensraum. Wo sollen sie in Zukunft existieren und ihren Nachwuchs aufziehen? Die Pokémon sind unschuldig und trotzdem müssen sie für unsere Fehler büßen. Was ist das für eine Welt, in der wir leben? Eine Welt der Ungerechtigkeit, sage ich. Ich kann und will das einfach nicht akzeptieren. Deshalb habe ich einen Entschluss gefasst. Ich werde die hörlosen Taten der Menschheit ungeschehen machen und alles in meiner Macht Stehende tun, damit das Meer und die Natur wieder so werden, wie sie früher mal waren. Ha! Genug davon. Ich schwinge nur ungern lange Reden. Heute lasse ich dich nochmal ungeschoren davonkommen. Aber eins sage ich dir, Kleiner. Wenn du uns noch ein einziges Mal in die Quere kommst, musst du mit ernsthaften Folgen für dich rechnen. Sag hinterher nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Und jetzt los, ihr Blindgänger. Wir müssen weiter. Darf ich dich nach deinem Namen fragen? Aha. Hiski heißt du also. Wow, das war eben echt brenzlig. Danke, dass du mich gerettet hast. Manchmal, wenn ich rede, ne, habe ich selber das Gefühl, dass ich mich in meinem Kopf übersteuert anhöre. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist manchmal echt seltsam. Ich weiß, dass ich im Stream hoffentlich nicht übersteuert bin, aber in meinem Kopf hört sich das so seltsam an immer wieder. Es ist schrecklich. Oh, fast hätte ich es vergessen. Wolltest du mir nicht die Bauteile von der Devon Corporation geben? Hoppla, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen so schnell wie möglich zur Expedition am Meeresgrund aufbrechen. Danke und entschuldige mich nun. Tschüss. Ha, du siehst auch so aus, als ob du Pokémon gern hast. Ich bin vom Fernsehen... Oh Gott, es ist nervig. Ich bin vom Fernsehen und bitte Leute, aktuelle Erlebnisse zu schildern, die von Pokémon und Trainern handeln. Hättest du Lust und Zeit, etwas zu erzählen? Ja, okay.
Oh, du bist bereit dazu? Das ist großartig. Dankeschön. Dann erzähl uns doch bitte deine Story. Okay. Also, das war so. Ha, das war eine rührende Geschichte. Wir werden sie auf jeden Fall in die Sendung aufnehmen. Vielleicht wird sie irgendwann einmal im Videonavi ausgestrahlt. Also nicht verpassen, ja? Apropos. Ja, Videonavi. Nein. Ja, ich kann das nicht so schnell lesen. Ach ja, das Super... Oh mein Gott, stimmt. Das Supertraining. War es nicht für irgendein Pokémon notwendig, dass man beim, dass man das irgendwie gut schafft, das Supertraining irgendwie so? Dass die EV-Werte auf Maximum sind oder irgendwie so? Irgendwie war da was. Ich kann mich daran erinnern. Das Meer. Überwältigende, schier unendlich erschienene Tiefen. Bestimmt gibt es einen Mehrheitsgrund vieler Pokémon-Arten, die noch nie jemand zuvor gesehen hat. Ich kann mich erinnern, dass ich das in X und Y irgendwie... Ich glaube, ich hatte Y gespielt oder X, ich weiß es nicht mehr. Dass ich da irgendwas machen musste oder gemacht habe. Ich möchte ein Pokémon aus dem Meer haben. Wenn man das umarmt, ist es bestimmt schön kalt und wunderbar glitschig. Okay. Weißt du, was noch kalt und glitschig ist? Eis. Wenn ich das Meer erblicke, geht mir das Herz auf wie ein Hefeteig. Für mich ist Kapitän Brick ein absolutes Vorbild. Ich möchte etwas über das Meer lernen und dieses Wissen in Kämpfen einsetzen. Okay. So, wo musste ich dann jetzt hin? War noch nicht hier. Das war erst später, ne? Sehr viel später. Hallo, Mr. Brack hat sich bereit erklärt, uns zu helfen. Er ist ein legendärer Seemann. Dank seines reichen Erfahrungsschatzes geht der Bau der Fähre zügig voran. Na, zögerst du jetzt so. Encounter, Wand, ich will schreiben. Los, mach. In der Wettbewerbshalle geht... Wieso sollte man in die Wettbewerbshalle gehen? Ja. Ne, weißt du was? Wir holen uns den Encounter, wenn wir surfen können. Also erst viel, viel später. Jetzt ein Pokémon per Tau... Kannst du den Spitznamen nicht ändern. Dieser Spitzname ist schließlich ein Ausdruck der Liebe seines ursprünglichen Trainers. Wenn du den Spitznamen deiner Pokémon ändern willst, solltest du den Namenbewerter besuchen, der gleich da drüben wohnt. Okay, bewerte den Namen. Hallo, hallo, ich bin der Namenbewerter. Ich bin so eine Art Namensorakel. Tja. Soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Ja. Bei welchem Pokémon darf ich die Spitznamen bewerten? Von Flamely, bitte. Wo ist Flamely? Da ist Flamely. Aha, Flamely hat also sein bisheriger Name. Dann hast du schon recht viel Mühe gegeben. Aber wollen wir den Pokémon nicht einen etwas besseren Namen verpassen? Was sagst du? Nein. Verstehe, komm wieder, wenn du es anders überlegst. Apropos. Tausch mal. Yay, darauf habe ich lange gewartet. Pokémon-Wettbewerb live. Ich werde mit Sicherheit teilnehmen. Aber vorher muss ich mein Pokémon irgendwie noch. Mein Gott, ich weiß auch, wie ich in Saphir das hier... Ich glaube, ich hatte... Auf jedes Pokémon, was seitdem... ne, also ein Typ, das es gab. Ist falsch. Huch. Nein, ich wollte nicht hier hin. Ich glaube, die Wettbewerbshalle ist komplett optional, da gibt's nichts. Echt?
Auf Stärke hatte ich ein Pokémon, auf Coolness, Schönheit, Putzigkeit und Klugheit. Und da hatte ich auch in allen Reden immer dann, irgendwann nachdem, habe ich alle geschafft. Und das war super. Da war ich ganz stolz auf mich damals. Ich rede von Pi... Was? Ich wäre gerne mit Kapitän Brick auf die Expedition zum Meeresboden gegangen, aber das Tiefseeforschungsboot ist viel zu klein für mich. Ich könnte mich ja reinquetschen, aber dann hätte der Kapitän keinen Platz mehr. Ein Beileid? Eigentlich kommt man hier in der Stadt einen Pieker geschenkt. Ah. Ich hab keine Ahnung. Eine Reise zum Meeresboden. Ich frag mich, wie es dort wohl ist. Eines Tages möchte ich auch mal so tief unter das Wasser eine Erkundungsreise machen. Natsu, wenn du mal gucken könntest, wo das genau ist, ne? Ein Alpha Saphir oder Omega Rubin. Oder ich gucke auch nebenbei. Okay, ich verlasse einmal die Stadt im Norden. Da. Hey, da drüben sind Xenia und Xeplu. Sie drehen irgendwas. Mehr Ernst jetzt? Xenia, ich komme. Alles klar, ja, gut. Aber in der Wettbewerbshalle gibt es seitdem nichts. Hallo alle zusammen. Mein Altaria Xeplu und meine Wenigkeit sind hier zur Wettbewerbshalle von Griffithport City gekommen. Um ordentlich Spaß zu haben. Dann wollen wir keine Zeit verlieren. Lass uns auch heute wieder sofort loslegen. Ah, das ist von der Luftarena, ne? In Baumhausen City oder wie heißt die? Ja, jetzt geht's rund. Gleich fliegen hier die Funken. Ja, rund geht's. Yay, juhu. Xenias wunderbare Talentsuche. Es ist soweit, ja. Xenia, erwähle mich zu deinem Freund. Lass mich der Außerkorne sein. Xenia, Xeplu. Also, dann will ich mal einen weiteren tollen Trainer, die wunderbare volle Welt der Wettbewerber zeigen. Mal sehen. Du da. Ja, du. Du machst so ein wunderverwundertes Gesicht. Hallo. Hast du schon mal an einem Wettbewerb teilgenommen? Nein? Genau das wollte ich auch hören. Dann starten wir gleich mit Vollgas durch. Dieser Trainer ist hiermit mein Außerkorner-Kandidat. Unser Name ist... Hiski-Männlich. Wenn man sich Hiski-Männlich einmal genau anschaut, verraten einem seine Arena-Orden gleich, dass er ein starker Trainer sein muss. Hiski-Männlich. Hier in der Wettbewerbshalle findet er also statt. Der Pokémon-Wettbewerb. Bei den Wettbewerben kommt es jedoch nicht nur auf die pure Stärke der Pokémon an. Ich möchte, dass du auch die anderen großartigen Seiten der Pokémon zum Vorschein bringst. So, ich überreiche dir hiermit eine Wettbewerbskarte. Damit bist du zur Teilnahme an Pokémon-Wettbewerben berechtigt. Und dann bekommst du von mir noch dieses Pokeriegel-Set. Damit lassen sich aus BN Pokeriegel herstellen, die du dann deinen Pokémon geben kannst. Dazu schrieb drin, kannst du da nur das Poké umkleiden in der Umkleidekabine. Ach, wirklich? Wer war sie denn? Stimmt, Wipke war die Arenaleiterin. Aber wer war sie? Oh, und Latsu hat wieder... Liegt aber dann an Natsu, nicht an mir. Also Hiski-Männlich, heute beginnt hier ein neues Abenteuer für dich und vielleicht sogar eine völlig neue Karriere. Und ich weiß auch schon, wie wir diesen Auftakt nennen können. Xenias wunderbare Talentsuche, eine legendäre Begegnung.
Ich finde, das trifft das ganz gut. Also, liebe Zuschauer, lassen wir uns überraschen, was Siskiyou-Mannich für uns bereithält. Ich für meinen Teil setze große Erwartungen in ihn. Danke, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Back Seniors wunderbare Talentsuche. Auch heute habe ich wieder einen Glücklichen zum Auserkoren für die Wettbewerbe ernannt. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Klatsch, klatsch, klatsch. Senior, du bist so süß. Yay, yeah, juhu. Wäre schön, wenn du dich auch mal in einem Wettbewerb versuchst. Probier's einfach mal aus. Und was für ein Pikachu? Oh, Siskiyou-Mannich. Ich wollte mich wegen vorhin noch bei dir bedanken. Da bist du sicher. Da bist du sicher erschrocken, oder? Aber jetzt sag doch mal. Sind die Wettbewerber nicht das absolute Wahnsinn? Ich bin mir sicher, ich steck das Fieber auch noch an. Und wie dazu? Muss ich noch. Was muss ich machen? Wollen alle nur ein Autogramm haben. Alles klar, dann irgendwas mit deinem Internet auf jeden Fall los. Ja, ich habe doch gerade mit dir geredet. Oh. Und da. Und wo ist sie? Ah. Hi. Ah, Siskiyou-Mannich. Sag bloß, bist du etwa hier, um einen Wettbewerb teilzunehmen? Super, freut mich riesig. Ah, weißt du was? Mir kommt gerade eine tolle Idee, wie man dieses Kapitel deiner Karriere nennen könnte. Die Anfänge. Herzklopfen beim Wettbewerbsdebüt. Das trifft doch ganz gut, oder? Bevor es gleich losgeht, musst du erst noch schnell mit mir kommen. Also, bevor du jetzt bei deinem ersten Pokémon-Wettbewerb mitmachst, möchte ich dir unbedingt noch ein kleines Geschenk machen. Hihi, ist alles ein wenig plötzlich, ich weiß. Aber weißt du, die Sache ist die. Du bist sage und schreibe der 100. Trainer, den ich für den Wettbewerb auserkoren habe. Das ist schon ein Grund zu feiern. Das muss Schicksal sein. Ja, das kam durch dazu. Und ich hatte dann gefragt, wer Wipke nochmal, also wer sie nochmal war. War sie eine Arena-Leiterin oder? Ist die hier nur für Wettbewerbssachen gewesen? Ja, wer Wipke war, weil ich dachte, ja, warum, ja. Aber es geht ja auch hier um Xenia. Ich weiß es einfach, du musst der Trainer sein, nachdem ich immer gesucht habe, Siskiyou-Mannich. Ah, alles klar, danke dazu. Ups, tut mir leid, das ist wohl mal wieder mit mir durchgegangen. Naja, also wenn du magst, dann trage ich doch das hier bei deinem Wettbewerb. Naja, also wenn du magst, dann trage doch das hier bei deinem Wettbewerbsdebüt. Live-Anzug. Hä? Ui. Es ist so komisch, den Charakter mal mit den Haaren zu sehen, ne? Und nicht mit der Mütze. Du bist ja so cool. Wow, einfach nur wow, das steht dir ausgezeichnet. Ach, Menno, ich kann es gar nicht mehr erwarten. Pokémon-Wettbewerb live. Und du bist das erste Mal mit dabei. Du wirst bestimmt eine famose Darbietung hinlegen. Ich werde meinen Blick keinen Moment von dir abwenden. Wow, das stand dir dermaßen gut. Ich krieg mich echt kaum noch ein. Diese Aufmachung nennt sich Live-Anzug. Musst du unbedingt beim Wettbewerb tragen. Viel Glück, ich drücke dir ganz fest die Daumen. Sie ist die Nichte von mir. Ja, okay, das ist, ja. Bekommt man irgendwie mit. Wäre natürlich absolut spitze, wenn du gewinnen würdest. Und was ist jetzt mit dem Pikachu?
das wie Text. Ja, okay, dann machen wir einfach mit. Na dann, Flambly. Wähle Gruppe leiten, ansonsten will er bitte Gruppe beitreten. Ach nee, das wäre hier online, ups. Ich habe keine Ahnung, wir gucken einfach mal. Aber Natsu, wenn du so sagst, dass du glaubst, könntest du mal bitte nachgucken, ob das wirklich so ist? Ich habe schlechte Erfahrungen damit, dass Personen sagen, dass sie irgendwas glauben und dann ist es nicht so. Und dann versuchst du mir irgendwas klar zu machen, dann ist es immer noch nicht so und ich habe das schon längst gemacht und so alles und dann... Ja... War sehr anstrengend. Ich werde hier nicht gewinnen. Ich habe keine Ahnung, was für eine Arten von meinen Attacken sind. Ein Stolunio, das ich jetzt haben können. Aber warte mal, wenn ich einen Stolunio, einen Stolrak oder einen Stolloss finde, dann... Irgendwie sieht der Anzug ein bisschen doppelt... Kann ich trotzdem noch fangen, ne? Ich habe es ja noch nicht gefangen. Kunststücksrunde, los geht's. Ich hab nur Stärke oder Putzigkeit. Ich hab keinen cool. Oh. Das war definitiv cooler. Härter Daddy. Oh. Einmal mitmachen, danach bekommt man es mit Umkleidekabine verlassen, vorne zieht. Alles klar, okay. Bin jetzt drittes dran. Sorgt alles für viel Aufsehen. Ja, okay, dann machen wir. Alles klar. Alter. Oh. Komm, wir machen nochmal eine Lebensschelle. Wir versuchen die Pokémon vor uns zu stören. Genau deswegen. Das ging schon wieder. Hat schon wieder geklappt. Mann. Geht das überhaupt noch?
Du würdest als Kerl Rocker-Pikachu bekommen mit der Attacke Sterdieb, was ein Stahlangriff ist, und als Mädchen Star-Pikachu mit Diebeskuss, was ein Vierangriff ist. Alles klar. Dann habe ich das damals. Ich habe das damals nicht entdeckt und nicht gewusst. Als ich das erste Mal Alpha Saphir gespielt habe. Diebeskuss ist aus meiner Sicht sogar die bessere Attacke. Oh, alles klar. Schreibt Iggy. Dazu schreibt. Hat er zu jedem Wettbewerbsfeld ein Cosplay? Oh. Okay. Du meinst das Pikachu, ne? Aber wir gucken mal, was wir bekommen. Ich. Kann gut sein, dass es halt dem, ne, zufällig ist dann. Dass wir kein Pikachu bekommen, sondern was anderes. Gebe noch Eiszapf, Fagel, Elektrofeld und Fly. Flugpresse. Okay. Aber wie lange geht das denn noch? Danke. Ging mir ein bisschen zu lange. Oh, auf dem dritten Platz im Band. Immer nicht letzter. Bin nicht ganz zufrieden. Ach, das heißt tatsächlich Flying Press? Oh, okay, alles klar. Nebenzeit warte ich jemand auf dich. Okay. Oh, wie Hiski. Mensch, das war diesmal leider nichts, was? Aber Kopf hoch, ich würde sagen, das heutige Kapitel, dein Abenteuer, nennen wir einfach. Bloß nicht aufgeben, Hiski, männlich, auch wenn die ersten Tränen fließen. Passt doch wie die Faust aufs Auge, oder? Glaub mir, wenn du ein großer Star werden willst, sind Rückschläge wie diese unvermeidbar. Oh, vielleicht solltest du dein Pokémon mehr Pokeriege geben. Die erhöhen seine Wettbewerbswerte, wodurch sich auch deine Gewinnchance verbessern. Denn wenn das Publikum nicht so beeindruckt ist, dafür aber die Wettbewerbswerte hoch genug sind, könntest du dann noch weiterkommen. Hier, stell daraus einen leckeren Pokeriegel her und fütter dein Pokémon damit. Eine Brunusbeere. Das nächste Mal gewinnst du bestimmt Hiski-Männig, da bin ich mir sicher. Also, häng dich rein. Flying Press ist vom Typ Kampf, hat aber auch Flugtyp und ist die Signaturattacke von Resladero aus Generation 6, was Kampfflug ist. Au, oh, oh, oh. Okay, danke dazu. Ah, jetzt. Hey, hast du mal eine Minute? Ich habe mir eben dein Pokémon-Wettbewerb angeschaut. Dein Anzug war einfach sensationell. Dein Look hat mich dazu inspiriert, in Windeseile ein passendes Pokémon-Outfit nachzuschneiden. Ich kenne da ein sehr modebewusstes Cosplay-Pikachu, das sich dieses Kostüm probehalber mal für mich angezogen hat. Und es stand ihm unverschämt gut. Dieses Cosplay-Pikachu ist ein ganz besonderes Pokémon, dem einfach alles gut steht. Die Leute würden bestimmt ganz schön Augen machen, wenn ihr beim Pokémon-Wettbewerb in diesem schicken Partnerlook aufkreuzen würdet. Wir haben Dicktrieb bekommen, alles klar. Ich entwerfe und schneide Kostüme für Pokémon-Wettbewerbe. Ich habe noch etliche weitere Verkleidungen für das Cosplay-Pikachu auf Vorrat. Komm mich doch einfach mal im Nebenraum besuchen, schau sie dir an. So, dann pass mal schön auf das Pikachu auf. Alles klar, danke für das Dicktrieb. Was mit Sicherheit kein Pikachu ist. Warte, wir müssen es umbenennen. Merkt euch einfach, dass es Pikachu heißen soll. Was soll ich tun? Schnurstracks über den Radweg nach Malvenfrost City fahren? Oder die untere Straße nehmen und nach Pokémon suchen? Was? Nee, ich will kein Ineko. Ich wette, das wäre hundertprozentig eins.
Weil allein auch der Schrei, ich glaube, das ist fest dann. Weil man hört es auch an den Schreien, was für ein Pokémon das ist. Das ist dann... Ist die Frage, ist das zufällig oder ist das fest? Nee, das muss zufällig sein, weil das eine war ja mal Stolos. Ich glaube nicht, dass man Stolos einfach so kriegen kann. Aber so kann man es so ein bisschen schummeln, welches man im Randomizer kriegen könnte, ne? Ja, okay, das ist nur ein Echo. Will ich nicht haben. Definitiv nicht. Ach, weißt du, wir werden unseren Counter da oben noch haben. Hinaus geht's geradeaus weiter. Unser Ziel ist hier Schlottberg hinter der Route 110. Ah, das ist ganz schön weit, was? Wie wär's mit dem Päuschen in Malvenfor City? Das liegt sowieso auf dem Weg. Ah, gute Idee. Das müsste alles dieselbe Route hier sein. Oh, Route 103 ist links. Ey, da waren wir schon. Route 103 haben wir schon unseren Encounter. Weiß, wie es im Randomizer ist. Vielleicht ist es nur das Aussehen über den Kampf. Okay. Ein Vorschlag. Ich gehe hin. Wenn es ein Eneko ist, zählt das nicht als Encounter. Okay, das ist kein Eneko. Was ist das für ein Schrei? Das sollte jetzt keine Neko sein. Was bist... Lass mich raten, es ist ein legendärer aus der 5. oder 6. Generation. Generation 5, alles klar. Au. Au. Pflanzekampf. Oh, wie viel Leben hat das auf Stufe 13? Kann man das irgendwie nachgucken? Ich wusste, irgendwo konnte man das nachgucken. Irgendeine Seite hatte ich das mal, dass man sagen konnte, welches Level das Pokémon hat. Und dann hat man davon die ganzen Werte gesehen. Berät uns mal wieder Teil eines Dreiergespanns. Wer hätte das gedacht? Wo war das doch mal? Hi Ashburn. Moin, sind wir wieder. Viel Spaß selber beim Stream.
Stat Calculator, so hieß das irgendwie. Auf jeden Fall über 40 HP. Okay. Sorry, dass ich das jetzt nachgeguckt habe. Ich wollte gucken, ob Drachenwut tötet oder nicht tötet. Ich kann mir so jetzt denken, so dass alles über Level 12, 13, dem definitiv über 40 KP hat. Ey, ich wechsle lieber mein Pokémon aus. Sicherheit geht vor. So, ich werfe dir meine Bälle in den Kopf. Ich hab nicht mal viele, oh. Ich hätte ihn vielleicht mal kaufen sollen. Aha. Ja, Bälle werden mit Sicherheit nicht reichen. Also normale Pokébälle. Wird es überhaupt mal wackeln? Ja, nee. Immer ein einmal. Oh Gott. Das wird auf jeden Fall lustig. Warum dazu? Hat es das auf Level 13? Zweifel irgendwie, dass es, Hat es das? Ach, Level 7 kriegt. Oh mein Gott, ja, dann, Dann Abenteuer. Danke dazu. Wäre mir jetzt absolut nicht aufgefallen. Au. Wie, das hat eine Kampfart. Wieso hat das eine Kampfattacke? Wieso hat das Doppelkick? Das kriegt's doch erst mit 21.
Ah. Ne, mit Level 7 kriegt Zauberblatt. Mit 14 kriegt's Rapid, mit 14 kriegt's Rapidschutz. Und 21 kriegt's Doppelkick. Ey, ich glaube, wir können es eh vergessen, das Pokémon zu fangen, ne? Ich habe ja. Ja, stimmt, ja. Mein Fehler. Ich habe 9. Generation geguckt. Ah, das ist. Warum ändert man das durch Generation? Das ist so ein bisschen. Naja, gut. Wir werden es eh nicht fangen können. Ich bin noch nicht so lange dabei. Okay. Wir werden es nicht fangen, alles. Okay, okay. Ah. Legenden zufolge täuscht es seine Gegner mit flinken Bewegungen, beschütze so die Pokémon. Okay. So, wie wirst du heißen? Okay. Weil die Gegner Sterne sehen werden, wenn Kampfattack ankommt. Oder irgendwie so. Jetzt trotzdem noch. Das war jetzt irgendwo das. Da unten. Das ist zu 100% Nineko. Zu 100%. Erleidet ein Pokémon dieser Fähigkeit Schaden durch eine Unlichtattacke, erhöht sich, sage ich ja Nico, erhöht sich sein Angriff um eine Stufe, entspricht Serienattacken, löst bei jedem Treffer diese Fähigkeit aus. Erklärung zur Fähigkeit von. Achso. Muss es mir gleich erstmal so angucken. Glückwunsch, zauberhaft. Die Redlichkeit, alles klar. Aber dadurch, dass es jetzt ein spezielles Pokémon war, ne, durch diesen, wodurch man schleichen musste, müsste es an sich auch was Spezielleres haben. Also einen speziellen Angriff oder so. Wurde mir zumindest gesagt vom Spiel selber. Von Maike. Ruckzuckkipp, Silberblick, Doppelkick, Zauberblatt. Fähigkeit, Redlichkeit. Gericht. Spezialverteidigung hoch, Initiative runter. Angriff steigt nach Einstecken einer Undichtattacke. Ah. Ah. Gibt es Undichtattacken, die halt dem öfter angreifen? Also nur, mehr als einen nur einmal treffen? Treffer gut verkraften. Alles klar. Und du bist ein Frosch. Natsu, wieso sagst du, wieso redest du immer mit dem, was vom Radar? Was ist das? Nee. Hier gibt es Pokémon, die du noch nicht gefangen hast. Ja, okay, schön. Ja, ich weiß, den Counter will ich mir noch. Nee, hä? Vieh. Oh. Oh. Wir sind Graphitport City, ne? Das ist Graphitport City Encounter dann.
Alter, wie schnell muss man sein? Meine Pokémon eh erstmal kurz heilen. Ist ein seltsames Radar. Und warum ist die Sicht auf Pokémon Center gerade so anders? Hallo, Uni, KT, Uni. Ich sage nur Uni. Stimmt, danke, Pokébälle kaufen. So ein gewisses Pokémon hat mir gerade 50.000 meiner Pokébälle abgeschnappt. Aber ich habe kaum Geld. Ja, das Team, Dankeschön. Na dann, angeln wir mal unseren Encounter. Es wird... Oh, kein Pokémon, was ich haben will. Ja, ein Verlust gab es bisher. Yay, Gift. Okay, es ist Level 5. Zwickelt. Wir werden es sehen. Ah, gut. Items wie Carbon und so weiter nicht verkaufen. Aber ich brauche Geld. Und die EVs werden so oder so trainiert, wenn man einfach das Pokémon selbst normal trainiert. So, dann wollen wir mal einen Superball schmeißen. Danke. Flottbälle wären auch cool. Aber ich denke, dass ich Flottbälle erst sehr spät kriegen könnte. Es spritzt eine stinkende Substanz aus seinem Schweif. Hat sie lange gegärt, stinkt sie stärker. Wie manche Menschen. Ha. Ups. Hallo, Wasserglas. Oh, ich hab's gesehen. Ist mir egal. Das Wasserglas. Wasser klar. Es ist glasklares Wasser. Wasser klar. Aber wir müssen bald unseren Rivalenkampf haben. Hallo, willst du noch kämpfen? Ich würde überall hingehen, um der Welt meine geliebten Pokémon zu zeigen. Ich hatte Musik zugehört. Elite-Trainer... Oh, Kristall, alles klar. Hallo, Elite-Trainer Kristall. Crystal. Sag mal, bist du eine Biene aus Mario Galaxy oder... Oh, nö. Obwohl. Ich schaffe es. Keine Sorge. Oh, es hat weniger als 40 KP. Alles klar. Ja, mit der 1 pusht du deine Pokémon noch ein bisschen. Ich würde sowas wie X-Initiative verkaufen, aber nicht Carbon und so weiter. Zumindest sehe ich das, weil ich finde es schon wichtig, ob ein Pokémon schneller als sein Gegner ist. Ja, ich verstehe es. Allerdings, wie gesagt, dass die Materialien. Also, soweit ich es weiß, kann auch sein, dass das falsch ist. Ist, dass das einfach nur die IVs oder EVs oder wie auch immer man es nennen will, einfach nur früher hoch macht. Ne?
Weil für niedrige Pokémon ist es besser, aber wenn du halt eben so oder so auf Level 100 gehst oder du das Supertraining machst, dann pushst du auch diese Werte hoch. Von daher ist es dann in dem Falle irrelevant. Laubwechselfett. Oh, ja gut. Alles klar, dazu Dankeschön. Auf, es hat geschmundet. Weh, du überlebst jetzt mit 1 KP. Gut. Es hat also unter 90. Echtes Abenteuer. Ladestrahl? Was ist Ladestrahl? C wird von einem Elektrostrahl getroffen, steigert eventuell Spezialangriff des Anwenders. Stärke 50, Genauigkeit 90. Ja, die Genauigkeit gefällt mir nicht. Und hätte Abenteuer ein Wesen, was halt eben die Chance halt eben auf 100% macht, dann wäre Ladestrahl echt gut, weil es dann immer die Spezialangriffe erhöht. Aber so? Aber Leta ging also auch ein Tank. Nee, das mit der Genauigkeit ist mir immer zu risikoreich. Oh, das hätte ich mir anders vorgestellt. Hattest mir anders vorgestellt, sorry. Ach stimmt, die hat eigentlich normalerweise ein Plus-Lot und ein Minus, ne? Ich habe kein Fahrrad, also werde ich gemütlich über die untere Straße schlendern. Ach ja, das Rätselhaus. Drei Schritte nach rechts und zwei Schritte nach oben. Dann erreichst du wundersame Rätselhaus. 1, 2, 3, 1, 2. Ja, irgendwie ja nicht, Junge. Hast das Gefühl, beobachtet zu werden. Oh Gott, wo waren das am Anfang? Achso, wo ist das, dass ich mich unter den Tisch versteckt hatte? Du bist echt clever. Huch. Errätst du, wer ich bin? Ich bin ein Mann vieler Geheimnisse. Bist du Morgi? Manch einer nennt mich das wandelnde Mysterium in der Höhenregion. Na, dämmert zu langsam, weißt du jetzt, wer ich bin? Richtig, ich bin der Rätselmeister. Hahaha, erfreut dich kennenzulernen. Du bist hier, um ein Rätselhaus zu meistern, stimmt's? Ja, deshalb bist du doch hier, oder? Ja, so muss es sein. Betrachte deine Herausforderung als angenommen. Tritt hinter diese Schriftfolie und die Herausforderung beginnt. Ich warte im inneren Bereich auf dich. Eine Sache noch, ich sollte dich besser warnen. Die Rätselanordnungen haben es ganz schön in sich. Nicht, dass du dich in meinem Labyrinth noch verläufst. So, das war's jetzt aber wirklich. Ich warte also im hinteren Bereich auf dich. Ich glaube, das Erste, was ich brauche, ist der Schneider. Ja. Warum sollte man sonst mit diesen dornigen Büschen sprechen? Ich werde mir mit dem gerade erst erlernten Zerschneider den Weg zum Sieg bahnen. Hallo, Artist Esteban. Schon wieder Esteban. Och nö. Macht der Abzug keinen Schaden? Also Expedern, das ist so eine gute Fähigkeit. Vergiss es, ich werde nicht vergiftet. Ah, okay. Ich werde auch vergiftet. Oh nein, meine Genauigkeit sinkt. Was soll ich jetzt nur machen? Nö, dazu, ich warte nicht. Warum kämpfst du denn so ernst? Warum sollte ich nicht ernst kämpfen? Soll ich mit Peter kämpfen? Okay.
Danke für das nächste Mega-Entwicklung, die ich, ich nutze und so alles. Mein Kopf tut schon von vielen Denken weh. Lass uns kämpfen, das ist weniger anstrengend. Schulmädchen Malcolm. Uff, das sieht aus wie ein Feuer-Pokémon, ich bin mir aber unsicher. Für alle Rätsel brauchst du Zerstörer, Zertrümmer, Blitz und Stärken. Blitz? Au. Gib dir eine Knarre. Das war zwar eine schmerzhafte Niederlage, aber ich liebe das Kämpfen trotzdem. Keine Losung. Okay. Sag mir nicht die Losung, ist alles klar. Mein Gott, diese Melodie. Irgendwann hat man genug davon. Weil wenn man alle Rätsel hintereinander macht. Ich bin zufällig in diesem seltsamen Haus gelandet. Trainer Marilyn? Ah, du bist die Vorentwicklung von dem Pokémon, was ich schon habe. Donnerschock. Wieso braucht man Blitz? Was ist Krypuk für ein Pokémon? Also was für ein Typus? Unlichtgeist. Ah. Ja, nur Fisch. Ja. Einfach damit es auch mal nett. Warum? Komm schon, wach auf. Nicht schlafen, aufwachen. Dankeschön dazu. Danke.
Und nun habe ich obendrein auch noch verloren. Nicht mein Problem. Iski schreibt die geheime Losung auf die Tür. Der Rätselmeister ist einfach spitze. Das Schloss hat sich geöffnet. Fun Fact, Generation 4 Champ hatte einen Cryptbook. Okay, das klingt nicht toll. Safari-Ball? Sind Safari-Bälle nicht nur in der Safari-Zone exklusiv? Wo sind die denn? Okay. Nicht nur random alles, okay. Ach, du hast mich gefunden. Du bist ganz schön clever, was? Ich habe mir die ganze Nacht um die Ohren geschlagen, um all diese Bäume einzupflanzen. Du bist meine Größe ebenbürtig. Bis auf 1, 2, 3, 4 Punkte. Gut, du hast dir diese Belohnung verdient. Wisch dir das selbstgefällige Grinsen aus dem Gesicht. Noch hast du nicht gewonnen. Ich werde neue Tricks erfinden, an denen du dir die Zähne ausbeißen wirst. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Oder den Witz nicht verstanden zuerst. Komm wieder, wenn ich das nächste interessante Rätsel fertig habe. Ja, so muss es sein. Betrachtung der Herausforderung ist angenommen. Dritte Schriftrolle, bla. Aber hier brauche ich zwei Trümmerer. Ich bin Robobo 3, sehr erfreut. Bist du dich Aufgabe gewachsen? Ein Flugzeug kostet 550 Pokédollar. Du kaufst dir besser eins. Nein. Unzulässige Antwort, du solltest dir wirklich eins kaufen. Ich hau einfach wieder ab. Tschüss, Eneko. Mein Gott, ich habe 2 Stunden gespielt. Die Kamera ist also aus Graphitport City raus, ne? Also jetzt nicht gerade, aber. Utona 3 hatten wir schon unseren Encounter, ne? Ah, auch du wurdest von meinem lieblich wohltuenden Duft angezogen. Wurde ich das? Ingenieur Tristian? Oh, ein Ditto. Los, Zeitgefühl. Doppelgänger. Es ist ein zweites Zeitgefühl. Mein Zeitgefühl ist besser. Ja, Lichtblick. Okay, alles klar, Lichtblick. Ich merke gerade, dass ich ein starkes Problem haben könnte. Oh, danke. Ja, aber klar, bei du da darfst. Abenteuer, alles klar. Och, danke. Hätte widerlich werden können, ne? Gut, dass das keine Drachenwut eingesetzt hat. Du hast ja dich von meinem Duft ablenken lassen. Ja, ich hatte andere Ängste. Wer will hier bitte nicht Zerschneider einsetzen? Also diese Nachfrage bei diesen Büschen ist so schwachsinnig.
stimmt, jetzt. Oh Gott, das Radar, was, woran ich mich erinnere, das kriegt man erst später. Und das ist jetzt nicht das Pokémon-Radar, sondern das Item-Radar. Gott, wann hat man das nochmal bekommen? Yonago-Bären. Und Maron-Bären. So, mit Sicherheit angelernt die Jona-Gold, ne? Also eine Apfelmarke. Apfelsorte. Oder was? Was ist das für ein Symbol? Neben der KP? Ach, das ist VM. Stimmt, ne? Wir sind ein Herz und eine Seele. Wir kämpfen immer zusammen. Ich heiße Nora. Das ist meine Schwester Jo. Wir kämpfen immer zusammen. Jo. Ja, genau, die CD. Das ist Mom und Pop, Anna und, Ann und Bob. Okay. Ja. Warum hast du so große Augen? Ha. Ernsthaft? Was ist Amarino für Typus? Das ist Zeichen für ein Terra-Attacker, also von Achso, alles klar. Also Eisgestein. Eis. Generation 6 Fuß, alles klar. Ah, oh, okay, höhere Volltrefferrate. Au. 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 Achso, nee, Gegner. Ernsthaft? Mit 1 KP? Feuer macht normalen Damage auf Eis, Gestein, weil Gestein vor. Ja, ich weiß. Aber ich dachte, vielleicht verbrennt's ja. Steinhagel. 90er Angriff. 90er Dingsbums. Nee. Mann, ich hasse diese Doppelabfrage, die ist so nervig. Nee, nee. Aua. Lemli, Tackle. Ups.
Ich habe wirklich Glück und Paralyse löst sich jetzt auf. Ne, schade. Wir haben verloren. Ich bin ja so enttäuscht, Nora. Jo, ich bin so enttäuscht. Dein Pokémon ist einfach total niedlich. Sieh doch, nur keine Scheu. Alter, wie viel Esteban gibt es bitte? Dazu hast du nicht von irgendwas von der Schildkröte geredet? Galapafloß? Oder Floss? Ja, und die meint. Okay, alles klar. Ah. Wassergestalt, alles klar. Auch ein Fossil-Pokémon. Alter. So viele Fossil-Pokémon. Ja, jede Generation bringt immer zwei Fossil-Pokémon hervor, ne? Oh je, mein liebliches Pokémon. Wenn du von hier aus das Meer überquerst, kannst du eine Abkürzung nach Rosalstadt nehmen. Hey, nützlicher Tipp, was? Ja. Habe ich noch nie in meinem Leben, glaube ich, eingesetzt. Meine Angelschnur hat sich verändert. Das macht mich richtig wütend. So, und du darfst das jetzt ausbaden. Bade, bade, Kuchen. Der Wecker hat gerufen. Hallo, Liliana. Georock. Ein geologischer Stein also. Ich verstehe. Diese kurzen Stocker beim Wechsel, vor dem Wechseln, irritieren mich manchmal echt. Aha. Initiative. Ist trotzdem nicht schneller. Was ist Satzenia? Ah, die. Der hat ja Probleme, alles was außerhalb von Generation 3 ist. Nee. Ich hab verloren, jetzt bin ich wütender als vorher. Ich? So. Aber ich würde sagen, gut, Runde 10 machen wir morgen. Weil ich habe Hunger, ich muss mir noch was zu essen machen und ja. Reicht erstmal für heute wieder. Auch wenn ich Lust habe, weiterzumachen, aber ja. Machen wir morgen weiter. Hoffentlich kommst du bald wieder. Ja, vielleicht. Genau, danke dazu. Und dir viel Spaß bei dem, was auch immer du dann machst. Jetzt bist du gleich bei Shibi, ne? So. Und
Hier speichern wir. Sehr schön. Dann, danke, dass ihr da wart. Einen wunderschönen Abend noch. Schlaf gut, träumt was Schönes. Und Cheerio.